Skullduggery Pleasant Phase 2 war so stark Hit und Miss, wie ich es nur selten erlebt habe. Dieses Buch präsentiert das perfekt. Es ist in einer Sache der beste Abschluss dieser Phase. Es gibt alle guten und schlechten Aspekte wieder. Und das war gewiss nicht als Kompliment gemeint. Meine Probleme mit dem Buch, alles was ich gemocht habe und wie ich es im Vergleich zur Reihe einschätze in diesem Video. Und damit willkommen zu meiner spoilerfreien Review zu Skullduggery Pleasant Band 15 bis zum Ende. Spoiler für alle Bände vor diesem. Ich brauche wohl nicht zu sagen, dass ich ein Skullduggery-Fan bin, sonst hätte ich es bestimmt nicht bis Teil 15 gelesen. Deswegen tut es mir jedes Mal weh, wenn ich ein neues Buch mit einem Gefühl der Enttäuschung beende. Witzigerweise hatte ich das Gefühl beim Fertiglesen nicht, sondern während des Lesens und nachdem ich ein wenig drüber geschlafen habe. Dieses Buch ist absolut chaotisch. Man merkt einfach, wie es noch 100 offene Handlungsstränge gibt, die irgendwie beendet werden müssen. Nur, dass das Buch zu Beginn noch viel mehr Handlungsstränge offenbart. Der Anfang war unglaublich seltsam. Ich würde niemals so weit gehen und irgendein Skullduggery Pleasant Buch eine Katastrophe nennen, aber der Anfang kam nah heran. Wir bekommen unglaublich viel Worldbuilding, was bereits im Grimoire angetippt wurde. Wir bekommen Informationen über eine neue Dimension, dann passiert dies und das. Wir bekommen hier eine Familie gefühlt aus dem gezogen, dann wird das gesamte bisherige Konzept der Götter komplett über Bord geworfen und neu definiert. Die Thematik der mehreren Disziplinen wird in zwei Szenen so komplett seltsam behandelt. Außerdem hätte man Serpine einfach rauslassen sollen und alles mit ihm woanders hinpacken. Den Part habe ich dann auch überhaupt nicht gefeiert. Die ersten 200 bis 300 Seiten fühlt sich irgendwie wie ein Aufbau für Phase 3 an. Ich habe irgendwo gehört, dass Phase 2 eigentlich eine dritte Trilogie bekommen sollte und ja, irgendwie fühlt es sich so an. Vielleicht ist das alles nicht so aus dem Nichts, wenn man Grimoire gelesen hat, aber zum einen gibt es das noch nicht einmal in Deutschland und zum anderen sollte man keine Zusatzgeschichte lesen müssen, um den Plot gut zu finden. Abgesehen von diesen seltsamen Wirrwarr war aber die Beziehung zwischen Bali und Skullduggery wie immer ein Highlight. Am Ende von Tod oder Lebendig wurde sie ja von den Gesichtslosen besessen und Ogre wurde zu Obsidian. Beide Handlungspunkte ziehen sich natürlich durch das gesamte Buch und abgesehen von dem ganzen Drumherum war das ziemlich geil. Wir haben dabei auch noch ein paar verbliebene Enden aus den letzten Büchern dazugenommen, wodurch das alles etwas verständlicher wird. Man merkt einfach, dass Phase 2 als zusammenhängende Geschichte geschrieben ist. Dazu würde ich später noch ein, zwei Worte sagen. Okay, das meiste daran war absolut geil. Ohne zu viel zu sagen, es wurde eine Frage beantwortet, die bereits seit vielen, vielen Büchern in der Luft hing. Das war absolut krank. Zwischen all dem gab es dann noch einmal diesen Teilehandlungsstrang, der all das nochmal nahezu perfekt dargestellt hat und dann kamen die Reveals. So viele Geheimnisse, die all das nehmen, was wir über die letzten vier Bücher aufgebaut haben. Und die Familien. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir in Skullduggery Pleasant mal Notizen zu Familienverhältnissen machen muss. Aber ja, das wurde dann ein wenig unübersichtlich. Gleichzeitig hat es eines der witzigsten Kapitel dadurch bekommen. Ein Kapitel, das nur aus einem einzigen Satz bestanden hat. Supergeil einfach nur. Dann wurden zwar noch mehr Figuren zurückgebracht, die es an sich nicht gebraucht hätte, aber weil es witzig war, hat es mich jetzt nicht so gestört. Ich brauche jetzt nicht so viel zu Omen oder Flannery zu sagen, da es vor allem um Spoiler gehen würde. Unsere kleine Trump-Parodie hat sich natürlich nicht in einen super komplexen oder spannenden Antagonisten verwandelt, sondern bleibt das kleine Stück Dreck, das man einfach nur schlagen will. Das sind aber teilweise die besten Schurken. Omen hat sich ziemlich gemausert, das ist mir in diesem Buch extrem aufgefallen. In Band 10 war er an sich eine Figur, die Screentime von unserem Liebling gestohlen hat und diesmal war er ein verdammtes Highlight. Er ist zu einem wirklich guten Charakter geworden. Also ja, ich habe alles bis kurz vorm Ende geliebt. Die Sebastian-Handlung wurde schlüssig aufgelöst und es lohnt sich jetzt doppelt Phase 2 noch einmal durchzulesen. Das Ende war dann aber wieder ziemlich... Mir fällt kein wirkliches Wort ein. Alles daran war einfach super geil, aber die Auflösung fühlte sich irgendwie unerfüllend an.
Man kann es nicht mal Deus Ex Machina nennen, da es super gut aufgebaut wurde und alles, aber es hat sich trotzdem sehr billig angefühlt. Ja, ich verwende das Wort billig. Ich verstehe, warum Derek Landy sich so entschieden hat. Es gab eigentlich keinen anderen Ausweg und so wurde ein faszinierender Grundstein für Phase 3 gelegt, aber trotzdem gibt es halt nicht so viele Konsequenzen, wie ich es mir von einem Finale gewünscht hätte. Beim letzten Satz des Buches ist mir erstmal die Kinnlade runtergeklappt. Nach ein paar Tagen habe ich es gehasst und mittlerweile sehe ich wirklich Potenzial in der Entscheidung. Ich weiß es halt einfach nicht. Ich habe das Buch im April gelesen, also hatte ich genug Zeit darüber nachzudenken und trotzdem kann ich mich nicht entscheiden. Überwiegt die Unzufriedenheit wegen dem Finale oder die Vorfreude, was man alles daraus machen kann? So hat sich halt das gesamte Buch für mich angefühlt. Super geile Ideen und ich kann nicht auf Phase 3 warten. Trotzdem bleibt Phase 2 für sich stehend sehr schwach. Aber bevor wir über die Phase im Gesamten reden, noch ein paar abschließende Worte zu Band 15. Der Humor war natürlich wieder absolutes Top-Tier. Mittlerweile mache ich mir deswegen gar keine Sorgen. Teilweise war der Humor in diesem Buch so aberwitzig dämlich. Ich tease mal anatomische Einflüsse. Dieser Witz hätte eigentlich nicht witzig sein sollen, aber ich habe mich weggefetzt. Mit den Figuren wurde, finde ich, auch wirklich gut umgegangen. Ich mochte zwar diese ganze Besessenheit von Walküre zu Beginn nicht, aber das hat zu unglaublich guter Dynamik mit Skaldagari geführt. Das Ende eines bestimmten Charakters fand ich auf poetische Weise wunderschön und auch die Auflösung der Darkies-Handlung hebt die Geschichte in den letzten Bänden ein wenig höher. Wo ich gerade dabei bin, sollte ich wahrscheinlich noch genau darüber reden. Band 15 macht Phase 2 besser. Nicht etwa, weil es ein so gutes Buch ist, es ist für mich wahrscheinlich in der unteren Hälfte von Phase 2, sondern weil es alles zu einem guten Abschluss gebracht hat. Phase 1 war so strukturiert, dass wir 9 eigenständige Bücher hatten mit Case of the Week mäßigen Weltrettungen. Über all diese Bände haben sich dann die jeweils größeren Bedrohungen aufgebaut und haben zu ausnahmslos glorreichen Finalen geführt. Phase 2 funktioniert anders. Hier scheinen alle 6 Bücher so geschrieben zu sein, dass sie eine fortführende, aufeinander aufbauende Geschichte erzählen. Natürlich haben wir immer noch einzelne Abenteuer in jedem Band, aber es bleiben viel mehr Handlungspunkte offen, als abgeschlossen werden. Diese werden dann in späteren Büchern abgehandelt, wobei viele auch nach Teil 14 noch offen waren. Zusätzlich haben wir gleich 2 parallele Geschichten, die rein für sich stehen und sich nur in wenigen Punkten mit der Handlung überschneiden. Flannery und Sebastian. In den einzelnen Büchern wurden diese Geschichten nur minimal vorangetrieben, sodass sie eher nutzlos oder unpassend gewirkt haben. Dadurch, dass wir in Band 15 sehen, wie sich das alles einfügt, wird ein erneutes Lesen wohl interessanter werden. Gleichzeitig scheint genau darin die größte Schwäche von Phase 2 zu liegen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, als würde sich die Serie in ihren vielen verschiedenen Plotpunkten verlieren. Teilweise werden sie über das Verfallsdatum hinausgezogen, Cadaver Cain, und teilweise werden sie urplötzlich und antiklimaktisch beendet, König der Nachtländer. Ich finde es bezeichnend, dass die beiden besten Bände von Phase 2, Untotenland und Tod oder Lebendig, sich jeweils nur auf wenige Plotpunkte konzentriert haben, die sie abgehandelt haben. Jedenfalls zum Großteil. Vielleicht war diese Erzählweise noch ein wenig Neuland oder es lag wirklich daran, dass eine gesamte weitere Trilogie rausgeschnitten wurde. Egal was es ist, Phase 2 bleibt ein chaotischer Wirrwarr, das durch diesen Abschluss aber noch ein wenig besser geworden ist. Demnach 4 Sterne. Ich kann keinem Teil dieser Reihe weniger geben, weil ich beim Lesen, abgesehen von jeglicher kritischer Betrachtung, einfach viel zu viel Spaß habe. Wie ist eure Bewertung des Buches, wenn ihr es schon gelesen habt? Ich habe im Internet gelesen, wie sich jemand über Phase 2 beschwert hat und damit geendet ist. Aber das ist alles egal, da er der Erste sein wird, der sich den ersten Band von Phase 3 holt. Das beschreibt so ziemlich meine Gedanken. Keine Ahnung, wie Phase 3 aussehen wird. Um genau zu sein, wurde es noch nicht einmal angekündigt. Wir haben nur die Information, dass Galderic Pleasant zurückkommen wird und die Geschichte hat sich halt wie Aufbau für weitere Bücher angefühlt. Sobald die offizielle Ankündigung da ist, kommt dann ein fettes Theorienvideo. Aber egal, ob Phase 3 strukturell eher wie Phase 1 oder Phase 2 ist,
denke ich doch, dass es besser wird als die letzten 6 Bücher. Wir haben viel mehr Aufbau für die Ereignisse und ich denke, Derek Landy wird aus seinen Fehlern lernen. Ich hoffe, diese ganze Review hat jetzt nicht zu negativ geklungen. Es hat halt einfach Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Mal sehen, ob ich noch eine Spoiler-Review mache, sobald das Buch in Deutschland raus ist. Würde euch so etwas interessieren? Wie auch immer. Wenn ihr noch mehr Content, bestimmt auch Skullduggery Pleasant, nicht verpassen wollt, dann abonniert den Kanal. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ich für ein Like dankbar und ciao.